Wir haben alle Jurassic Park und den menschenfressenden T-Rex gesehen. Aber was wäre, wenn ich dir sagen würde, dass die Megatheropoden uns im Allgemeinen nicht als Beute betrachten würden, weil wir zu klein sind? Was tatsächlich tödlich wäre, wenn man in der Zeit zurückreist, wären die mittelgroßen Raubsaurier. Es gibt ein Raubtier, das nicht nur schnell, sondern auch flink ist, nicht nur explosiv, sondern auch ausdauernd, wenn es Beute jagt, nicht nur scharfe Zähne hat, sondern auch riesige Hand- und Fußklauen, um sie zu zerreißen. Raptor aus Südamerika ist der größte mit Messern hantierende Kickboxer, den es irgendwo gegeben hat. Dieses Tier ist taxonomisch gesehen ein absoluter Albtraum, denn es gibt eine anhaltende Debatte über die Einordnung des Megaraptor. Paläontologen streiten über die Klassifizierung von Megaraptor seit seiner Entdeckung in Argentinien in den 1990er Jahren. Die erste Klassifizierung ordnete Megaraptor den Dromaeosauriern zu, einer Gruppe Theropoda-Dinosaurier, die für ihre vergrößerten Krallen an der zweiten Zehe bekannt sind. Diese Klassifizierung beruhte auf einer einzigen großen Klaue, die in Patagonien gefunden wurde. Die Entdeckung eines vollständigeren Arms im Jahr 1997 ergab jedoch, dass sich die große Kralle tatsächlich am ersten Finger und nicht an der zweiten Zehe befand. Diese Entdeckung ließ Zweifel an der ursprünglichen Klassifizierung aufkommen und löste weitere Diskussionen über den Platz von Megaraptor im Stammbaum der Theropoden aus. Übrigens hatte Megaraptor auch einige Auftritte in Paleomedia, darunter Dinosaur King und Als Dinosaurier die Welt beherrschten mit Jeff Goldblum. Schaut auch Als Dinosaurier die Welt beherrschten an, es ist ein Klassiker und wird von einem Goat im Paleospace erzählt. Wie dem auch sei, 2010 wurde die Klade Megaraptora benannt und in die Carcharodontosaurier-Untergruppe Neovenatoridae gestellt. Dies ist jedoch seither umstritten, wobei einige sogar behaupten, Megaraptor sei aufgrund seiner Handklauen ein Spinosauroid. Neuere Studien deuten darauf hin, dass Megaraptora und sein Namensvetter Megaraptor basale Coelurosauria oder eine Schwestergruppe der Tyrannosauroidea oder sogar Tyrannosauroiden sein könnten. Die Ironie des T-Rex am einen Ende des Tyrannosauroiden-Spektrums mit minimalen Armen und Megaraptor mit fiesen langen Armen und Krallen wäre skurril. Wie dem auch sei, die Debatte über die Klassifizierung von Megaraptor dauert an und Paläontologen arbeiten immer noch daran, Licht in die evolutionären Beziehungen dieses rätselhaften Dinosauriers zu bringen. Der Name Megaraptor bedeutet großer Dieb oder großer Jäger. Obere Größenschätzungen für Megaraptor liegen bei einer Länge von 8 Meter und einem Gewicht von einer metrischen Tonne. Er ist einer der größeren Megaraptoren neben Aerosteon, Tratayenia, dem Giganten Maip und möglicherweise auch dem Rapator. Diese Gruppe von Theropoden stammt ausschließlich aus der Kreidezeit von 130 bis 66 Millionen Jahren. Funde wurden in Asien, Australien und Südamerika gemacht. Die Gruppe Megaraptora und die Untergruppe Megaraptoridae sind nach dem Megaraptor benannt. Da Aerosteon über ein effizientes Luftsacksystem verfügte, das es ihm ermöglichte, über lange Zeiträume hinweg Beute zu jagen, können wir annehmen, dass dies auch für Maip, Megaraptor und die anderen Megaraptoriden gilt. Megaraptor selbst ist vor allem für seine riesige Handklaue am ersten Finger bekannt, die bis zu 35 cm lang werden kann. Zumindest ist das der Knochen, die Keratinschichten der Klauen hätten sie noch größer gemacht. Die zweite Kralle war ebenfalls recht groß und die dritte Kralle war recht klein. Außerdem konnte der Megaraptor eine Geschwindigkeit von 30 km pro Stunde oder mehr erreichen, was ihn zu einem großartigen Verfolgungsjäger machte. Stellt euch vor, von einem dieser Räuber verfolgt zu werden. Man müsste ein Weltklasse-Athlet im Sprint sein, an den Waldrand laufen und auf einen Baum klettern, dann wäre man sicher. Und das wäre eine unglaubliche Leistung. Jedenfalls waren die sichelförmigen Klauen der Megaraptoren noch stärker gekrümmt als die der Spinosaurier, während die Beine robust und muskulös waren. Ein Megaraptor könnte dich entweder mit den Handklauen aufspießen oder möglicherweise seinen Schwanz benutzen, um dich umzuwerfen, während er die Fuß- und Handklauen benutzt, um dich festzuhalten und dich bei lebendigem Leibe fressen. Etwas Ähnliches würde der Megaraptor meiner Meinung nach auch mit kleiner Beute anstellen. Bei größeren Beutetieren wie Sauropoden könnte er Fleisch weiden, eine Jagdstrategie,
bei der der Megaraptor mit seinen Handklauen und Kiefern Fleischstücke herausreißen würde, ohne den Sauropoden selbst töten zu müssen. Es ist jedoch fraglich, ob der Megaraptor Fleisch weiden konnte, da seine Zähne im Vergleich zu den großen Carcharodontosauriern recht klein waren. Da es sich bei Megaraptor möglicherweise um einen Tyrannosaurier handelt, sollte man über die Möglichkeit der Rudeljagd sprechen. Das ist ungewiss und allgemein unwahrscheinlich, auch wenn mehrere Exemplare anderer Tyrannosaurier-Gattungen wie Daspletosaurus, Albertosaurus und Tyrannosaurus bereits an Fundorten entdeckt wurden. Die meisten Funde dieser Art lassen sich dadurch erklären, dass Raubtiere in unorganisierten Gruppen jagten, um von der Anzahl der anderen zu profitieren, oder noch wahrscheinlicher, das gemeinsame Gruppensterben in einer natürlichen Raubtierfalle wie Treibsand oder einer Teergrube. Algengrütze! Darüber hinaus wurden in Argentinien Fossilien von Megaraptor in Gesteinen aus der späten Kreidezeit vor 90 bis 88 Millionen Jahren in der Portezuelo-Formation gefunden. Weitere Funde sind Teleostide-Fische, Schildkröten wie Proxelidella und Titanosaurier wie Futalogoncosaurus, Raptoren wie die Unenlaginen Neukenraptor und Unenlagia, sowie der Dromaeosauride Pamparaptor, der Alvarezsauride Patagonicus, möglicherweise ein galliformer Vogel, Iguanodonten und der Arztarchoide Pterosaurier Argentinodraco. Man scheint auch zu vergessen, dass die Megaraptoren neben den Abelisauriern und den Tyrannosauriern eine der letzten großen räuberischen terrestrischen Dominanzen im Mesozoikum, insbesondere in der späten Kreidezeit waren, da diese Gruppen und ihre Mitglieder die meisten Nischen der Topräuber an Land weltweit besetzten und die riesigen Carcharodontosaurier und Spinosaurier der Unterkreide ablösten. Es gibt nur eine Sache, die mir so viel Angst einjagen kann, wie Disneys Dinosaurier Carnotaurus, und das ist der Megaraptor. Das war's mit diesem Video. Du kannst diesen Kanal auch abonnieren, um mehr über Dinosaurier und Urzeit zu erfahren und um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Der Instagram-Account für Fitness, Motivation und Inspiration ist meine persönliche Empfehlung für euch. Weiters gibt es auch noch einen Twitter-Account. Und damit wünsche ich dir einen schönen Tag oder Abend.